nicht schreiben. Aber dafür kann ich brüllen und Zähne zeigen. Mehr brauche ich nicht. Eines Tages sah er einen Löwen. Haia Safari ist sie schön. Der Löwe ging los und wollte sie küssen. Aber dann blieb er stehen und dachte nach. Eine Löwin, die liest, ist eine Dame. Und einer Dame schreibt man Briefe, bevor man sie küsst. Der Löwe konnte nicht schreiben. Also ging er zu den Affen. Du willst einen Brief? Einen Brief für die Löwin? Für die schöne Löwin mit dem Buch. Aha! Ein Brief für die Löwin, für dich, für wen? Ein Brief für die Löwin, für dich, für wen? Ein Brief für die Löwin, für dich. Schon alle! Ein Brief für die Löwin, für dich. Ein Brief für die Löwin, für dich, Finn. Ein Brief für die Löwin, für dich. Liebste Freunde, wollen Sie mit mir auf die Bäume klettern? Ja. Ich habe auch Bananen. Nö. Auf was denn das für ein Affenkram? So etwas hätte ich doch nie geschrieben. Also, weiß der Geier, was ich jetzt tun soll. Sich ein Freund erlob und in der Wüste nur mit seinem Schatten floh. In der Wüste, yeah! Nun gut, mein Bester. Ja, aber ich brauche Inspiration. Die Löwin ist so weit, sie ist schön wie ein Waldmann. Du legst dich hin und hast ein Haus mit hohen Zweigen. Die Löwin ist so schön, wunderschön und noch nicht alt, alt, alt. Seh ich sie vor mir, hängt ein Himmel voller Geigen.